Herzlich willkommen zu Let's Play Legacy of Kain Soul Reaver Defiance Dingens und sag ich Spiel fortsetzen. Beim letzten Mal waren wir hier mit Kain an den Säulen zur Zeit der Seraphale und wussten nicht ganz, wo es weitergeht, aber anscheinend muss man hier hinter weiter. Irgendwo. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, wo. Wird sich ja sicherlich gleich ergeben, nachdem wir diese Typen wieder geschnetzelt haben. Lala, 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 lala. Was? Nein, ich wollte nicht das. So, als habe ich das durch die Wand hin ausgesaugt. Wie lahm. Warum gehen die Typen nicht einfach kaputt? So wie es gute Deppen so machen. Tralala, ich labe mich an eurem Blut und es tut so unglaublich gut. So. Mich jetzt gebildet. Indornitz. Da hieß es, man muss hier irgendwo weiterlaufen. Ach, wenn ich keine Ahnung habe, wo. Hier geht's nur wieder runter. Super. Diese Säule komme ich erst wieder gar nicht drauf. Doch. Das geht's nicht hoch. Warum geht's da nicht hoch? Muss ich vielleicht. Ja, gut gemacht. Nicht lang. Da kann ich auch nicht lang. Ich denke, das ist mal ganz logisch angehen. Wo könnte ich hier denn lang gehen? In diesem Walkthrough-Ding, das ich mir angeschaut habe, heißt es, ich müsste hier irgendwo lang können. Aber wo? Da ich da bei dem anderen Weg ja nicht lang kann, au, müsste ich ja zumindest hier irgendwo. Aber anscheinend nicht. Was soll das? Was soll das? Frage ich. Ja, mach hier ruhig dein Scheiß. Wände zum Klettern sind ja auch nicht. Ich könnte versuchen, da hochzuspringen. Auch nicht. Gut. Warum kann ich da nicht weiter? Bin ich irgendwie zu doof oder einfach zu gut?
Hier, gib mir erstmal Blut. Kann ich irgendwas machen? Nö, kann ich nicht. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht lang kann. Jo. Wartet. Dingens konnte doch so einen Supersprung. Ich muss mich nur daran erinnern, wie der ging. Oder was den gekennzeichnet hat, wo man den machen kann. Ha. Dieses verfluchte Spiel. So verflucht soll es sein. Ja, und ihr jetzt wieder. Warum können die nicht einfach tot bleiben? Bleib doch einfach liegen. Das ist besser für uns alle. Du lebst immer noch. Warum lebst du immer noch? Du kannst doch nichts so Besonderes. Deswegen stirbst du. Und deine Freunde, die dir helfen wollen, werden auch gleich sterben, wenn ich erstmal da oben hinkommen bin. Au. Was soll denn der Scheiß? Dämlichen Pfützen. Bogenschützen. Cool, was? Scheiße. Das ist ja wie Dreck. Warum zur Hölle kann ich hier nichts machen? Das ist doch doof. Ich gehe nochmal nachschauen. Ganz genau. Okay, ich habe nachgesehen. Und hier steht, dass ich... Soll ich hier hoch? Und dann soll ich einfach hier links rüberspringen. Wow. Toll. Warum hat er es eben die ganze Zeit nicht geschafft? Warum schafft er es jetzt und wird sofort von irgendwelchen schwulen Bogenschützen behagt? Spiel. Das ist nicht lustig. Ist wirklich nicht lustig. Puh. Nicht. Oh, die Typen sind so nervig. Warum kommen die nicht mal runter und dann machen wir hier so. Wie Spiel? Stellst du dir das vor, dass ich das mache? Warum ruckelst und stockst du jetzt wie Hölle? Nochmal kurz Pause. So. Nachdem ich jetzt nachgeschaut habe, was ich theoretisch machen muss, beziehungsweise nachdem ich gestern nachgeschaut habe, was ich theoretisch machen muss, gestern aber ich es absolut nicht hinbekommen habe und mein Rechner dazu auch gecrashed ist, bin ich heute jetzt wieder hier, um es weiter zu versuchen. Und ich habe irgendwie wenig Hoffnung dafür, dass das irgendwie funktioniert. Denn diese Bogenschützen sind ganz schön wie Arsch. Ich muss nämlich darüber springen. Was aber nicht ganz so einfach ist, wie man sich das denkt.
da diese Bogenschützen, wie ich schon erwähnt habe, wie Arsch sind und er überhaupt nicht bis darüber springen kann. Okay. Genau dieses Problem hatte ich gestern auch die ganze Zeit. Ich bin einfach nicht zum Potte gekommen. Diese verfluchten Typen standen da oben und haben sich gefreut. Gefreut, sage ich, wenn ich ihm vor die Flinte geworfen bin. Ich will nicht sagen lahm, aber lahm. Du bist so gut, Kane. So gut. Fast genauso gut wie ich klug bin. Das ist eine Shit. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie man die Typen greift. Gott, das hat anscheinend überhaupt keinen Effekt. Vielleicht kann ich da einfach unten dranhängen bleiben. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht macht es das dann ja um einiges schwerer für sie, mich zu treffen. Nee, nicht ganz. Aber fast, ich krieg das schon. Irgendwann kommt eine Zeit, zu der ich mich erheben werde. Und dann werde ich sagen können, ich komme da nicht rüber. Scheiße. Na los, halt dich doch fest. Wir wissen doch beide, dass so musste ich mich. Vor allem, wenn ich das immer ins Knie kriege. Wo sind wir hier? Bei Skyrim? Oh fuck. Ja, noch mehr. Ich habe hier langsam echt keinen Bock mehr. Ich mache das gleich offscreen. Dann seht ihr, was ihr davon habt. Scheiß Game. Nö. Das ist doch echt nicht möglich. Nicht lustig. Jetzt sehe ich gleich wieder welche hier voll ins Knie. Ja, das wissen wir doch. Wie konnte ich aus der Ferne irgendjemanden greifen? Und dass der mir scheißegal war. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach. Ich schau nach, mach irgendwas. Aber offscreen. Bis dann. So, ich hab's jetzt endlich geschafft, hier voll krass rüber zu kommen. Ja, ich bin so gut. Ich habe mich jetzt auch wieder daran erinnert, was man machen musste, um diese dämliche. Um Leute. Um diese super Telekinese-Fertigkeit fertig zu machen. Und ja. Blöd. Und ja, das hat so meine Slide gemacht. So. Und nun haben wir auch den ausgesaugt. Und endlich. Fortschritt. Oh. Speicherpunkt. Yeah. So viele gute Sachen auf einer Stelle. Weg endete hier. Warum? Bot mir nur diesen Ausblick. War das wieder einer von Möbius Scherzen? Kein Kätzchen. Ein Rätsel, auf das ich noch keine Antwort wusste. Ich würde sagen, das zweite. Steinscheibe.
Dieses Symbol kam mir bekannt vor. Vielleicht musste ich noch einen Splitter des Symbols des Gleichgewichts finden, um weiterzukommen. Okay. Also laufe ich jetzt hier wieder zurück. Cool. Sind diese Gegner schon wieder respawned? Die respawnen ja schneller als ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ziemlich schnell. Ja, es ist ziemlich einfach, immer diese gleichen Gegner gleich zu metzeln. Aber hey, was man so als Vampirfürst kriegen muss, das muss man tun. Und es ist so praktisch, dass man die alle auf einmal aussaugen kann. So, aber wo könnte jetzt dieses komische Scheibending hinpassen? Na, oh, ein Schützenmaus steht jetzt hier unten rum. Bogenschützen, solltet nicht da oben stehen und euch davon verprügeln. Ich weiß, es macht keinen Unterschied, wo ich euch verprügeln will. Wo sind die alle hin? Ich weiß, dass hier noch mehr von denen. Ja, da sind sie ja. Cool. Wir haben eine Scheibe gefunden. Hoffentlich eine Deckelscheibe. Warum gebe ich mich überhaupt mit denen hier an? Ich finde, die sind mir sowieso scheißegal. Ich kann sie alle ignorieren. Und wenn ich wiederkomme, sind sie sowieso wieder da. So, was mache ich jetzt mit der Scheibe? Mein Gott. Es ist ein Schattending. Ich frage mich, wer diese Viecher beauftragt hat. Warum die hier rumhören, haben jetzt was zu tun. Können nicht irgendeine Yu-Gi-Oh!-Folge zusammenbrechen lassen. Gibt's von denen unendlich viele? Okay, da sind die Typen, da kann ich anscheinend immer noch nicht lang. Dann würde ich sagen, nerven diese Schatten ganz schön. Und ich laufe jetzt einfach mal zurück. Denn vielleicht liegt das Geheimnis zum Vorankommen im Zurückgehen. Aber hier ging es nicht zurück. Au. Au. Ist hier zurück? Ah, es könnte möglich sein. Ja, Mr. Colin, Mann. Hier ist nämlich auch so ein Ding, mit dem ich nicht weiß, was ich machen soll. Hörst du mal auf mich kaputt kommen, Bogen. Bogenschütze. Tralala, tralala. Bogenschütze sind alle da. Aber egal. So, wir sind jetzt hier und können hier jetzt... Ah, ein Ding.
Uhuhu, ich bin so cool. Ich bin der Mächtigste. Dadurch ist jetzt was passiert? Schatten. Okay, Schatten. Warum verfolgen die mich auf Schritt und Tritt? Jetzt wären sie meine Schatten. Meine Schatten. Aber sind sie nicht. Sie sind einfach nur uncool. Niemand mag sie. Schatten. Oh yeah. Hat noch irgendwas, was ich. Okay. Falls ich wieder zurück will, nehme ich an. Aber ich will jetzt wirklich erstmal nach vorne gehen. Oh, was mir das wohl sagen will da oben. Muss ich da lang klettern? Finde ich gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Aber da kann ich hin. So ein cooles Lebenssymbol. Die sind praktisch. Genauso wie Kätzchen. Warum springst du hier nicht hoch? Hier hochspringen. Ach, das kannst du jetzt plötzlich. Gut. So. Hey, das ist doch das Ding, was ich brauchte, oder? Noch ein Splitter des Symbols des Gleichgewichts. Wieso noch einer? Wie viele haben wir denn schon? Von der Macht der Dimensionen. Vielleicht würde es das Geheimnis enthüllen, das mich im Westen der Säulen erwartete, wenn Möbius die Wahrheit gesagt hätte und ich dort tatsächlich etwas finden würde. Die Kätzchen gehen hier voll ab. Gibt's ja auch eine Abkürzung dahinter. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder an diesen dämlichen Bogenschützen vorbeizumüssen. Mich so schon kaputt gemacht haben. Ah, oder ich mache einfach das. Das ist natürlich immer gut. Junge lernt zu schwimmen. Ich habe das Ding jetzt gefunden anscheinend. Werde jetzt bis zum nächsten Speicherpunkt. Bin ich da lang. Ja, verfolgt mich ruhig alle. Ui. Ihr habt doch alle keine Ahnung, was es heißt, so mächtig. Mächtiger Vampir zu sein. So, und da ich auch keine wirkliche Ahnung habe, was es heißt, beende ich das hier jetzt. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Euer Derfer. Ciao.